gegen Zona zu spielen. Und Dakan hat halt nicht so richtig die Tools für Nahkampf, der muss halt auf Distanz bleiben, wenn er auf Limit gespielt wird. Ja. Und damit strugglen halt viele Leute. Okay, geht los. Okay. Pokémon Stadium 2. Ja. Ja, da sehen wir sofort das Schein. Okay. Ja, der Reflektor. Ja, das hat direkt geklappt. Syntec ist auf jeden Fall schon mal drin, ne? Das geht schneller, als man denkt. Ja, aber jetzt... Ja, jetzt wird er geätscht gerade. Advantage reversed, ja. Oh, ja, der Reflektor scheint wirklich sehr praktisch zu sein. Besonders ja, gegen die Dose. Halt gegen alles, was er macht. Die Dose von Dakan übrigens auch ein sehr guter Combo-Backer, weil die Frame 1 ist. Ja. Es gibt nicht so viele Frame 1-Moves in dem Spiel. Ja, das sieht halt nie so aus, aber Frame 1 spawnt die schon in ihm drin, wenn er dann gerade halt gehittet wird. Und die Dose funktioniert halt so, die triggert automatisch, wenn du sie in der Luft berührst. Wenn du sie auf dem Boden berührst oder nur hittest mit einer Hitbox, das ist egal, da triggert sie nicht. Aber wenn du sie in der Luft berührst, Sehr schöner Spike von Beißel, hat jetzt schon den ersten Stock geholt. Ich bin ja ganz überrascht hier. Jo. Oh, die Dose nach links, okay. Ja. Ja. Guck mal, jetzt schon auf 50 direkt, 61. Das geht halt dann doch relativ schnell mit dem Damage gegen Dakan, wenn das halt schafft, die verschiedenen Angriffe hintereinander zu stringen. Oh, ja. Und Syntec hier klar am Struggeln. Ganz am Anfang sah es noch halbwegs gut aus, aber jetzt ist schon der Lead wirklich riesig. Ja. 100% schon auf dem zweiten Stock. Aber der Edgeguard. Ja, gut. Er dachte, er geht low. Da muss man sagen, die Recovery von Dakan ist nicht so schlecht, wie man denken würde, aber die ist natürlich langsam. Wenn man halt so eine overpowered Downspike-Hitbox hat wie Falco, da kann man schon ordentlich was machen. Muss man natürlich auch reagieren und drüber sein, aber... Oh, der Edgeguard? Ja, jetzt wird Falco wieder hart geedgeguardet. Aber er ist drin. Sky Ledge Strap. Updated the back air, nice. Mhm. Reicht natürlich auf den Prozent noch nicht zum Killen, aber trotzdem... Ja. Damage. Was man bei Dakan auch sagen muss, das Killen ist halt echt schwer. Also wir sind hier jetzt auf 148. Das heißt nicht, dass das Syntec jetzt gleich rausfliegt. Das kann noch. Oh ja, oder die Dose trifft natürlich. Aber. Oder das passiert. Ja. Ja, das ist halt genau die Sache, ne? Also ihn einfach nur durch Damage zu töten, wird schwierig, aber er kann ihn halt richtig gut edgeguarden, so wie wir das auch im ersten Stock gesehen haben und jetzt vermutlich auch nochmal sehen. Okay, gut. Weißel hat gerade die Down-Air verkackt, ein bisschen zu hoch. Boah, ja, sauber. Schön das Momentum reversed von Syntec hier. Ja. Mit dem nicen Kill Confirm. Aber jetzt ist er halt wieder offstage. Ja, ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Der hat doch die letzte. Oh, okay. Weißel hat die Downer wieder etwas zu früh. Was war das für eine Ab-B? Entschuldigung, sorry. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er dachte, er landet vielleicht offstage. Ja. Und hat dann vorsichtshalber geupbeat für den Fall, dass er halt offstage ist, damit er nicht in den Tod fällt. So. Sondern schnell wieder in die Ledge kommt. Ja. Oh, der Confirm. Ja, das war's schon. Da gab's keinen Zoom-In oder so, aber ist halt over. Ja, Low Percent Two-Stock war schon. Überzeugendes Ergebnis, aber mal gucken, ob hier Syntec nochmal ein bisschen... Sehr dominierend. Also Syntec muss jetzt irgendwie adapten. Ja. Keine Ahnung wie. Also ich stelle es mir für Falco teilweise echt schwierig vor. Klar, es gibt den Reflektor, aber so ohne den horizontalen Speed. Und man hat ja gerade gesehen, dass Falcos Disadvantage auch nicht so gut funktioniert hat in dem Matchup. Ja, das Schlimmste an dem Matchup für Falco ist natürlich die Edgeguarding-Offstage-Situation. Ja. Die hat Beißel jetzt ein paar Mal gechoked, aber beim ersten Mal zum Beispiel hat er das direkt gut hinbekommen und ich denke auch, dass das weiterhin gut hinbekommen wird und das wird dann sehr schwierig für Syntec zu recovern. Bei Dakan ist auch einfach das ganze Minenfeld so ein bisschen snackmäßig. Du hast einfach so viele Hitboxen überall, was Projektile angeht. Das ist das ganze Chaos. Natürlich hilft das Schein, aber da einen Überblick zu behalten ist echt... Ich finde, wenn man mit Kopfhörern spielt, ist das so ein bisschen wie so eine Arcade Hall, weil man hört die ganze Zeit so lustige Sounds und überall sind so Projektile und leuchtende Lampen. Und aber Syntec hier ein sehr schöner Einstieg. Mhm. Aber lässt sich leider von den Projektilen davon abhalten, zu ledge-trappen. Mhm. Vor allem die Dose ist eigentlich der lustigste Move im ganzen Spiel. Das ist wie ein zweiter Spieler effektiv. Du hast also wenn man zum ersten Mal Dakan spielt, einfach nur B drücken, das fühlt sich nicht viel an. Aber du hast so viel Stage-Control einfach. Du kannst so viel Range damit threaten. Und es ist halt das Multitasking, ne? Während du irgendwie deine Combo machst oder so, verwendest du halt auch noch die Dose. Ja, du hast sie halt die ganze Zeit im Nacken und wenn man irgendwie auch im Disadvantage, kannst du sie halt immer noch raushauen. Schöner Waveland, um die Combo zu extenden. Ja. Ab Smash wirklich extrem gute Anti-Aerial. Generell die Smash-Angriffe von Dakan haben gute Range und killen ziemlich früh. Auch interessant, wie er die Dose, Footstool, aber wäre jetzt Falco nach links gerollt, hätte sogar die Down-Air connected und dann wäre die Combo noch weitergegangen. Ja, das covert ziemlich viel. Oh. High Recovery, ganz knapp gechoked von Syntec. Da hat er fast die Back, aber war zu weit links. Das ist über der Double Spike. Nice. Let's go, Beißel. Ich weiß gerade nicht, wie er da seine eigene Dose rumgekommen ist, aber es hat funktioniert. Wir haben auch noch nicht so richtig diese klassischen Falco-Kombos gesehen, die man sonst kennt. Ne? Also eigentlich ist Falco ja so der Cutscene-Master. Aber vielleicht ist Syntec auch ein bisschen nervös. Also so richtig die Dragdown-Forward-Airs oder Dragdown-Nairs, die man von ihm kennt, die sehen wir jetzt nicht wirklich. Ja.
Es kann natürlich aber auch daran liegen, dass Beiste besonders gut darin ist, Disadvantage zu spielen, und weil Duck halt auch so klein ist, ja, ist es natürlich schwieriger, ihn zu kommen. Und halt die Dosis ist ein richtig gutes Tool in Disadvantage, aber... Da hat er gerade die Backer gefunden, reicht noch nicht für den Ausgleich, aber macht es schon mal ein bisschen besser. Oh, ja. Aber sehr schwierig für Falco hier zurückzukommen bei all den Projektilen. Ja, die Frisbee ist auch, wenn man die so langsam bleibt, ewig da und du kannst sie halt jederzeit auslösen. Ja. Fun Fact, wenn die Frisbee draußen ist, können die die Dose nicht werfen und auch nicht hüpfen lassen. Also ah, okay. Interessant. Ah, ja. Ja, und dann muss man auch noch, es gibt irgendwie 4 von diesen komischen Cowboys und die haben alle verschiedenes Timing. Das muss man auch erstmal antizipieren. Oh. Schon wieder kein Zoom-In. Ja, das war überraschend. Das Game ist einfach vorbei. Ja. Ah ne, ja, bei den Cowboys, also die haben auch teilweise andere Range, teilweise Stärke und teilweise anderes Timing. Deswegen, das ist eigentlich was zum, also fürs Matchup zum Auswendiglernen, wenn ihr da mal richtig Bock drauf habt. Wie schnell dieses Set geht, das Match gerade eben ging 2:06. Das ist wirklich nicht viel. 126 Sekunden, das ist wirklich nicht viel für ein Duckhunt-Match. Ja. Und die sind jetzt schon Game 3. Sofort der One-Back auch auf Hollow Bastion, es geht direkt weiter. Schnelles Set. Ich habe schon gegen Duckhunts gespielt, wo ich outgetimed wurde, also das ist hier Action pur. Ja, guck mal, das ist der stärkste von den Gunmans, aber seine Range ist nicht ganz so groß. Der kommt auch relativ früh raus. Ja, also Falco versucht auf jeden Fall mit Up-Tilt seine Combo zu starten. Okay, jetzt sehen wir auch eine. Nice. Ja, guck mal, aber der Combo-Breaker, die Dose. Ja, das gibt nicht viel. Da war es nicht mal relevant, dass die Frame 1 ist. Die lag halt einfach schon unter denen. Ja. Und konnte sie dann verwenden. Ist halt so nice, du legst die Dose irgendwo hin und lässt sie hüpfen, wenn du mal ein Disadvantage bist. Es gibt nicht viele Charakter, die mit Combo einfach dich so abpacken können wie er. Ja, auf jeden Fall. Ja, trotzdem, immerhin hat es halt 59 gemacht, auch wenn das jetzt nicht viel bringt, wenn man das hier dann bedenkt. Das war schon wie so 200 IQ-Kombo, weißt du? Ja. Er wirft ihn in die Dose und weiß schon, wo er wieder rauskommen wird. Also, du merkst, man merkt, dieser Typ hat sehr viel Duckhunt gespielt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal, dass er Duckhunt spielt, das glaube ich auch. Ja, schaut auch zu Beißels Twitter-Kombo-Videos, die sind immer mega sick. Also, ich habe einmal, bin ich Beißel auf Elite begegnet und direkt danach war ich dann in so einem Kombo-Video auf Twitter, sofort. Ja, das passiert. Da hat er mich auch so gefutztoolt, gedownert und so shit. Ein weiteres Opfer des Hunds unter Ente. Ich finde es auch cool, dass er immer den Dalmatiner-Skin spielt. Die würde ich auch spielen, aber also wo ich ihn gespielt habe, habe ich mir nicht getraut, das ist jetzt sein Skin. Ah, wenig würdig. Ist auch wirklich jetzt Beißels Skin. Ja. Also ich verbinde den auch sehr mit Beißel. Oh, Up-Tilt Back Air, nice. Beide sind wieder auf 2 Stocks. Mhm. Hat zwar getradet, aber der Trade hat nicht gereicht, um Syntec auch in Stock abzuziehen, was sehr gut ist für ihn. Es läuft auf jeden Fall besser als die letzten Spiele. Ich glaube, Syntec hat auf jeden Fall ein bisschen adapted, ob es jetzt reicht. Ich habe auch das Gefühl, es sieht nicht danach aus, als würde es für dieses Game reichen, aber die Adaption ist schon zumindest da. Oh. Aber auf jeden Fall... Nee, Beißel spielt sehr aggressiv gerade, finde ich, für einen Duckhunt. Ja. So geht für Dash-Grab, Follow-Ups und so. Also muss man auf jeden Fall sagen, Syntec Top 8 überhaupt. Er hat seinen Seed heute... Ja, Top 5. Ja, das ist schon crazy. Ist also echt gut, ja. Besser als Ian und so, glaube ich. Ja. Nicht schlecht. So, aber 134%. Wie lange kann er das jetzt aushalten, den Projektilen vom Hund zu entgehen? Das war noch tackable, aber er hat ihn leider genommen. Das war schade. Ja, gutes Spiel. Ja, krasses Set. Echt schnelles Set dafür, dass Duckhunt drin war. Guck mal, wie lange ging dieses Match jetzt? Sehen wir gleich. Nö, ich hab's nicht gesehen. Aber auf jeden Fall auch wieder nur so ungefähr 2 Minuten, so wie die beiden davor auch schon. 10 Minuten Best-of-5-Set mit Duckhunt. Man gönnt sich. Haben ein paar saubere Sachen auf jeden Fall gesehen. Also das Duckhunt-Combo-Game, das kann ich mir den ganzen Tag angucken. Ich meine, das Falco-Combo-Game, das guckt man sich meistens den ganzen Tag an.